ob am Boden oder in der Luft. In der Schweiz sind laufend verschiedene Rüstungsgüter der Armee im Einsatz. Bevor diese an ihr Nutzungsende kommen, müssen neue Systeme rechtzeitig evaluiert und beschafft werden, um einen lückenlosen Betrieb zu gewährleisten. Für die professionelle Abwicklung des Evaluationsprozesses ist ArmaSwiss verantwortlich. Am Beispiel des neuen Kampfflugzeugs illustrieren wir den Evaluationsprozess. Schauen wir uns die 12 Prozessschritte zuerst im Überblick an. In der Phase 1 geht es um die folgende Frage: Welche Evaluationskriterien muss ArmaSwiss bei der Beschaffung berücksichtigen, um die Qualität im Evaluationsprozess sicherzustellen? In den ersten beiden Prozessschritten, Grundlagen und Anforderungsmanagement, werden die Evaluationskriterien und die Anforderungen festgelegt. Darauf basiert der gesamte Beschaffungsablauf. In der Phase 2 werden folgende drei Fragen beantwortet. Entspricht das angebotene System den Angaben in der Offerte? Gestützt auf die erste Offertanfrage analysiert ArmaSwiss sämtliche Angaben aus Offerte 1. Erfüllt jeder Kandidat den Praxistest? Im Prozessschritt Analyse und Erprobung prüfen die Fachpersonen jeden Kandidaten in der Praxis. Erfüllt jeder Kandidat die Anforderungen des Verteidigungsdepartements VBS an den Betrieb? Im Prozessschritt Modellierung prüfen Expertinnen und Experten, ob das angebotene Paket auch die Anforderungen an den Betrieb und den Unterhalt erfüllt. In der Phase 3 stellen sich die Fachpersonen folgende Fragen. Welchen Beitrag leistet ein Kandidat zur vorgegebenen Zielerreichung? Welche Beschaffungs- und Betriebskosten fallen pro Jahr und über einen Zeitraum von 30 Jahren an? Die Fachpersonen führen aufgrund der zweiten Offertanfrage und Offerte 2 eine Kostenanalyse und die sogenannte Nutzwertbetrachtung durch. Erstmals werden dann im Prozessschritt Gesamtkosten und Gesamtnutzen die Kandidaten einander gegenübergestellt. Mit dem Evaluationsbericht wird der Evaluationsprozess abgeschlossen. Den Typenentscheid trifft im Fall des neuen Kampfflugzeugs der Bundesrat.